Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch The Hunter Call of the Wild. Wir stehen am Lake Chila. Schau mal, wie spät wir es haben. 10:52. Ja. Was können wir tun? Wir können. Ich schaue mir mal gerade die Distrikte an. Das ist Chila, High Lake. Wir können hier für ein bisschen Aufklärung sorgen. Das heißt, wir können hier ein paar Gebiete aufklären, die uns dann vielleicht in der Nachtmission nützlich sind. Und, weil ich das gerade höre, wir können auch schießen, um den Jagddruck hierher, also vorerst erstmal hierher zu verlagern, dass wir an die andere Mission ran können. Ich denke, wir machen hier erstmal eine Runde um den See, um mal so ein bisschen zu schauen, was es denn hier überhaupt gibt. Ah, Wapiti. Ja, ein Wapiti ist halt ein sehr großer Hirsch. Schwerer, starker Hirsch. Auch in Rudeln unterwegs. Und hat so einen ganz typischen Ruf. Wenn wir dann den erstmal zum ersten Mal hören, dann werdet ihr den sofort euch einprägen. Also der war, fand ich, auch schon beim klassischen Hunter ganz charakteristisch, immer gut zu unterscheiden von den anderen Tierstimmen. So, schauen wir mal hier lang. Wir gehen einmal hier um den See rum. Vielleicht gelingt es uns, eben wirklich diese Bedürfniszonen aufzudenken, die es meist um Seen herum gibt. Ja, ist ein bisschen verhangen. Nicht so ganz leicht, das Gebiet hier aufzuklären, hätte ich jetzt fast gesagt. Also um so ein bisschen zu schauen, wer hier trinkt oder frisst. Aber hier ist ein Tränkegebiet. Sehr schön. Schwarzwedel. Das ist der Sound, von dem ich sprach.
Ich glaube, für die Rapiti gibt's eben einen eigenen Caller. Aber ich probiere es trotzdem mal. Ja, das war ein Brunftruf. Haben uns deshalb vielleicht noch nicht entdeckt. Ja, und wenn die auch hier ihr Tränkegebiet haben, dann besteht die Chance, dass wir sie noch erwischen. $410. Immer so schwer wie so ein Weißwedel, also ganz schöne Brocken. 4 oder 5 mal so. Entsprechend sauber muss der Schuss kommen. Ah, männlich ist hier. Scheint aber ziemlich weit weg. Oder täusche ich mich da? Keine Spuren. Wir gehen mal diesen Hügel hoch. Schauen da mal. Jetzt habe ich was gehört. Ja, aber jetzt stehen wir so direkt im Wind. Thank you.
Ja, die sind eben auch in Bewegung und das ist das, was ich schon mal erzählte. Man schleicht hinter den Tieren hinterher und kommt aber einfach nicht näher. Aber wenn man eben schneller läuft, ist der Moment schwer abzupassen, wo sie einen hören. Jetzt trotzdem mal zumindest ein Stück. Also hier sind sie durchgezogen. Wahrscheinlich nicht eben ja, gefällt mir auch sehr gut hier. Dieser See. Also das Gebiet drumherum. Und natürlich ist es immer toll, wenn man dann noch mehr verschiedene Wildtierarten im Gebiet hat. Ja, und hier kommt jetzt eben dieses Roosevelt Wapiti dazu. Das fand ich auch, also auch schon im klassischen Hunter toll. Also mir schon immer gut gefallen. Die männlichen Tiere sind so ganz stattlich. Haben es nicht gewittert, würde ich sagen. Wir sind ganz nah. Die Schwierigkeit mit den Tieren ist eben, dass die in Gruppen unterwegs sind, also in Rudeln. Und es genügt da ein Tier, das einen registriert und dann laufen alle los. Ist die Pirsch eben schwierig. Von unten nach oben ist immer die schwierigere Variante. Da höre ich's. Wie in so einer Senke da drin. Mal hier an der Deckung von diesem Baum vielleicht sehen, ob wir uns einrichten können.
steht er. Ah, wir haben starke Reflexionen. Ne. Muss ich drehen, das ist der größere hier. Ich weiß nicht, ob er uns bemerkt hat. Okay. Ich würde zur Not den auch nehmen. Ja, ich habe mich jetzt für den zweiten entschieden. Obwohl es meiner Meinung nach der kleinere war. Ja, und liegt bereits. Obwohl der Anschuss so klein aussieht, ja? Ja, genau. Fleischwunde. Das ist wirklich der Wirbelsäulentrick. Kann ich das Futtergebiet freischalten? Schwer zu sagen, ob das die Spuren sind von der Flucht. Aber wir wissen ja, dass die nicht weit ist. Oh. Nicht weit weg ist. Ja, in dem Fall, ich weiß ja bereits, dass er liegt. Ja, wisst ihr, dass ich da nicht so ein Freund bin? Hm. Ach, hier liegt er. Okay. Aber wo steht das zweite Tier? Ah, haben wir eine starke Reflexion auf der Linse. Das ist natürlich krass. Jetzt kommt er. Ich habe jetzt absichtlich sehr tief angehalten. Hoffe, dass das Herz getroffen habe. So, hier liegt er. Ja, 360 Kilo. 84 Silber und Wirbelsäulentreffer.
Ist das mein Hirsch? Da immer noch so ein Ruf drauf? Oh ja. Ah, das ist natürlich schlecht. Frontal durch die Brust und dann wahrscheinlich zu tief. Gehen wir mal ein paar Schritte hinterher. Und bei einer Fleischwunde ist es fast aussichtslos. Da ist einfach das Problem, dass die hört irgendwann auf zu bluten und wird hier in dem Game wie ein Durchschuss behandelt. Also das Tier erholt sich wieder und macht dann sehr schnell mit dem weiter, was es vorher getan hat. Das ist ein bisschen erstaunlich. Als ob es nur ein Piercing gegeben hätte. So, 75%. Also meiner Erfahrung nach ist es so, dass die Blutung runtergeht bis 25%. Und dann war's das. Dann hört es auf zu bluten. Aber vielleicht steht es hier noch irgendwo. Vielleicht haben wir die Chance auf einen Nachschuss. 4,34. Nach links, meine ich, oder? Ja, sieht so aus, da ist eine Schweißfährte. Da bin ich gespannt, ob er jetzt auf 50% runter ist. Immer noch 75. Also steht er da rum? Ja. Nee, der ist fressend. Ich weiß nicht, ob das unser ist. Mach ich mal. Ja, ist unser. Aber der Schusswinkel ist genauso blöde. Ja, jetzt, das ist das Erstaunliche. Schon wieder am Fressen, als wäre nichts gewesen. So ein Streifschuss irgendwie. Ah, vielleicht schaffen wir es nochmal, die Wirbelsäule zu treffen. Wie weit ist das Tier entfernt? 87 Meter. Ach, jetzt verzieht er sich. Thank you.
Also man sieht schon, dass er angeschlagen ist. Das finde ich hier auch gut. Ich weiß nicht, ob das beim anderen Hunter auch so war. Ich hatte so, hab so ein bisschen Erinnerung, man hatte immer Schwierigkeiten herauszufinden, ist das denn jetzt das Tier? Aber so diese zusammengezogene Haltung zeigt schon an, dass es ein getroffenes Tier ist. Gerade bei der Dichte der Population, die dann später im Spiel dann hier zu beobachten ist, ist es eben häufig so, dass da noch mehrere Tiere irgendwie rumlaufen und dann hat man das Problem, dass man nicht weiß, welches Tier denn nun getroffen wurde und ja, wenn die Tiere so eindeutig sich bewegen, dann ist das eine gute Sache, um eben wirklich die angeschossenen Tiere wieder aufzuspüren. Da oben hat der Hirsch gefressen und es ist auch noch keine weitere Markierung dazugekommen. Das heißt, also, der läuft hier noch rum. Träger. Hoffen wir das Beste. Hat gerade so ein kapitaler Hirsch mit so einem großen Träger, also einem breiten Träger, das auch da nicht gewährleistet ist. Aber wo ist jetzt der Anschuss? Laufen. Das sind jetzt die Fluchtspuren. Ich habe jetzt den Anschuss nicht gefunden. Gut, das Blutungsgrad Mittel. Oh ja, 25. Ich glaube. Jetzt haben wir ihn erwischt. Ja, 0 bis 25. Jetzt wird er gleich da liegen. Da ist er. Ja, wahrscheinlich. Den Träger schafft. Also die Wirbelsäule. Muss man krass mal ein bisschen platt machen hier. Erster, zweiter. Und der erste, das war, ist doch unglaublich. Uns den ersten nochmal an. Warum kann ich den nicht aktivieren? Ja, doch so. Direkt rein, aber in der Muskulatur hängen geblieben. Oho. Er ist so eine starke Muskulatur. Aber der zweite, der hat's dann gebracht. Immerhin noch Bronze. Okay. So. Dann können wir uns noch mal hier in die Richtung orientieren. Ja, zwei Tiere. Bedürfniszone ist okay. Aber ein drittes dürfte es jetzt eben nicht sein. Ich würde ja nochmal schauen. Ja, hier hat sich jetzt der Jagddruck deutlich abgeschwächt. Also kann man das eben ein bisschen steuern.
mal hier. Schwarzwedel. Na, ich bin gespannt, ob's bei dem See, wo wir so viel Jagdglück hatten, ob da jetzt die Tiere nochmal so dicht stehen. Das wäre toll. Da ist der Berg. Leviathan. Und dann müsste da aber auch gleich über die Grenze kommen. Ja, sieht man jetzt nicht. Ja, trotzdem, wenn wir jetzt hier einen Hirsch haben, kann ich den nicht rüber scheuchen über die Grenze, damit er dann als Missionshirsch zählt. Ja, aber wieder eine Erkenntnis gewonnen, also so ein Wapiti von vorn mit einer 243er in die Brust zu schießen, selbst aus so einer Nähe, das führt zu nichts. Geht halt nur in den Muskel. Richtung ist klar. Den Wegpunkt nehme ich mal raus. Schwarzwedel, Schwarzwedel und Wapiti. Drei neue Bedürfniszonen. Sehr gut. Ja, wenn man online spielt mit anderen Koop, gibt es noch die Möglichkeit, dass man die Bedürfniszonen, die der Host schon entdeckt hat, oder ein anderer Spieler, dass man die dann ebenfalls aufdeckt und auf seine Karte quasi überträgt, übernimmt. Ich weiß nicht, das war jedenfalls eine lange Zeit so, ob das jetzt immer noch so ist, aber das war natürlich eine super Chance, die Anzahl der Bedürfnisgebiete auf seiner eigenen Map zu erhöhen. Also, das solltet ihr auf jeden Fall probieren, wenn ihr Koop spielt und ihr seht, dass da Bedürfniszonen entdeckt worden sind. Auf jeden Fall aktivieren. Also eben, ebenfalls aufnehmen. Anklicken, wenn ihr dran vorbeilauft, damit die dann auf eure Map übertragen werden, also diese Zonen. Ich dachte, ich habe was gehört, aber bin ich nicht. Nicht wieder nur ein Stein, oder? Ja.
Jetzt habe ich doch was gehört. Oder? Vielleicht waren das auch Geräusche, die durch meine eigene Bewegung verursacht wurden, aber... Es hörte sich so an. Ist auch echt lustig hier. Ah, neue Bedürfniszone. Ja, so eine Gasse, oder? Ja. Also eine Sasse ist die Ruhezone, das Ruhelager des Hasen. Zeit 13:26. Ja, na, man könnte ja auch den See nochmal umrunden und dann zusehen, dass man hier die beiden Schwarzwedel schießt. Jetzt ein bisschen Windrichtungsprobleme. Ein Call im Bahnhof. Ja, der wittert uns. Schauen wir mal, ob da noch ein männliches Tier sich bewegt. Können ja auch mal callen. Nichte. Oh. Warnruf und springt ab. Ja, voll drin in der Witterung. Aber interessanter Fakt, dass trotz Witterung das Tier sich genähert hat.
Die Lockmittel sind ja in verschiedene Stärkegrade eingeteilt. Und unser Lockmittel. Wo ist es hier? Da ist er. Hat die Unlockstärke 50. Wenn ich mir den Balken da mal anschaue. Vielleicht gibt es wirklich so ganz starke Lockmittel, die dann unwiderstehlich wirken. Man kann sich dann auch in fortgeschrittenen Stufen eigene Lockmittel zusammenbauen. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie das funktioniert, aber stelle ich mir auch spannend vor. So, wir hatten hier gerade die Fährte eines männlichen Tiers. Hier höre ich was. Weibliches Tier. Weibliches Tier. Ist dann das Tränkegebiet? Ne, ist ja von Hasen. Ja, sind beides Mädchen. Ah, es nutzt uns nichts. Gibt's Elche? Ne, nicht callen, sondern gucken. Da gibt's einen Bären. Und ein neues Ruhrgebiet, gut. Die wäre jetzt sehr alt. Ja, Tränkegebiet. Obwohl ich hier kein neues. Doch. Schwarzwild. Und was hat das für Öffnungszeiten zu tun? Ja, morgens. Ja, das wäre doch vielleicht die Idee, dass man sich morgens hier auf die Lauer legt. Sich noch so ein Elch vielleicht holt. Ach, das sind die Hasen. Boom. Klopfer. Ja, also dieser See, der hat's ja wirklich in sich. Eine erstaunliche Populationsdichte.
zu dem werden wir sicher häufiger zurückkehren. Ja, wir nähern uns mit dem Wind, das ist nicht gut. Läuft hier lang. Klingt nach Elch, ja. Ja, müsste ein dicker Lungentreffer sein. So. Dann warten wir mal, wie lange das Tier braucht. Erstaunlich jedes Mal. So ein direkter Lungentreffer und da vergeht eine Minute und das Tier läuft immer noch. Ja, jetzt. Ja, haben wir noch eine Elchkuh erlegt. War zwar so ein bisschen on the fly, keine ganz hundertprozentig saubere Aktion, aber okay. Ach, das ist der Bär. Wollen haben wir da hinten doch noch genug Wild. Zumindest dachte ich, ich habe hier gerade noch was gesehen, nicht nur den Stein da. Schwarzwedelmädchen. Immer noch 75%. Da geht's lang.
unglaublich schusshart, dieses Tier. Naja, das wird sich ändern, hoffe ich, wenn ich mit der Huntsman unterwegs bin. Die könnte ich auch langsam mal auspacken. So, hier gibt es einen Schlenker. Oh, Schweiß. Bedürfniszone. Sehr gut. Ja, und später, wenn wir uns so ein bisschen nach oben gearbeitet haben, könnte man dann durchaus mal ein paar Online-Sessions machen, mit anderen Leuten zusammen auf einen Server gehen. Das habe ich auch beim Hunter mal gern gemacht. So. Ja, Lungflügel eindeutig, aber hat nicht gereicht. Okay. Immerhin 850 Cash nehme ich gern. Ja, dann würde ich hier mein Zelt aufschlagen. Dann weiter in der nächsten Episode und dann hoffentlich mit Schwarzwedel. Bis dahin, macht's gut, bye bye.